Ja gut, das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen. Ich wollte es nochmal ganz schnell zeigen. Also die Rechnung von hier oben zur Berechnung dieses Bleiblocks und so weiter und so fort. Diese Rechnung, hier, diese, die wollte ich jetzt nochmal mit einer anderen Gravitationskonstanteneinheit zeigen. Und zwar, ich schreibe die extra mal in dunkelgrün hin. Wir hatten ja gesagt, das ist Kubikmeter, 6,67 Kubikmeter. Und unterm Bruchstrich steht dann Sekundenquadrat und Kilogramm. Sekundenquadrat und Kilogramm steht unten drunter. Jetzt mache ich in Schwarz weiter. Und wir hatten gesagt, mal 10 hoch minus 11, also kommt das unter den Bruchstrich. Und jetzt geht es weiter mit einerseits 10 Kilogramm und diese 11.340 Kilogramm. Und unten haben wir 0,1 mal 0,1, also mal 0,01 Quadratmeter, ne? Ich muss ja R quadrieren und 0,1 Meter mal 0,1 Meter ist dasselbe. So, jetzt gucken wir mal an, was jetzt für Einheiten übrig bleiben. Ich kümmere mich noch nicht um die Zahlen, aber mir geht es jetzt bloß darum, die Einheiten zu zeigen. Also, ich kürze mal raus, was wegzukürzen geht. Wir haben hier Quadratmeter durch Quadratmeter ist 1 und Kubikmeter durch Quadratmeter ist Meter. Gut, dann haben wir hier ein Kilogramm. Ach, da hatte ich das G vergessen. Dann haben wir ein Kilogramm und ein anderes Kilogramm. Das kürzen wir beide durch Kilogramm. Bleibt hier eine 1 übrig. Ja, jetzt gucken wir noch, was bleibt noch übrig, was nicht mehr zu kürzen geht, ist das Kilogramm. Ich mache das mal highlighted in gelb, was übrig bleibt. Diese Einheit bleibt noch übrig. Hier hinten ist eine 1, hier ist noch ein Meter übrig und hier ist noch eine Quadratsekunde. So kann man natürlich auch rechnen. So furchtbar, wie ich das vorhin gesagt habe, ist das gar nicht. Also das ist nicht das Riesenproblem. Denn was mache ich aus den gelb unterlegten Dingern? Ganz einfach. Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde ist Newton. Das wussten wir ja schon von hier oben. Hier. Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde, das ist Newton. Also habe ich meine Einheit auch direkt fertig, frei rausgeliefert bekommen. F ist demzufolge, ich kümmere mich nicht mehr um den Rest. Und ich kann jetzt sagen, den Rest tippe ich ein, aber ich mache mir das Leben noch ein bisschen leichter. Wenn ich sage, 10 hoch 11 mal 0,01. Dann kann ich auch sagen, das ist durch 0,01 ist 1 und 10 hoch 11 ist dann bloß noch 10 hoch 9. Ich habe praktisch zwei Nullen von der 10 hoch 11 weggenommen. Gut, jetzt wird es immer noch nicht schöner. Ich sage, ich kürze mal weiter. Ich kürze mal in Rot, damit es besser auffällt. 10 hoch 9 und 10. Da wird hier 10 hoch 8 drunter. Und hier habe ich nur noch eine 1. Und wenn ich jetzt sage, ich mache mal hier eine Kommazahl draus, dann kann ich noch drei Stellen wegbombardieren. Dann mache ich hier ein 11,340 und hier mache ich bloß noch ein 10 hoch 5 draus. Wer das nicht nachvollziehen kann, der möge mal bitte nochmal in anderen Videos gucken. Jetzt wird das alles nicht mehr so schlimm. Jetzt gucken wir mal, was jetzt noch übrig ist. Also das Newton, das ist hier entstanden. Und jetzt haben wir es noch mit Zahlen zu tun. Jetzt mache ich die Zahlen nochmal hellblau. Das müssen wir eintippen, mal 11,34 müssen wir eintippen. Und hier unten steht nichts weiter und müssen dann noch durch 10 hoch 5 teilen. Dann ist das nicht mehr so wild. Und wenn man das gemacht hat, dann kommt man auf das Gleiche. Und ich bin jetzt zu faul zum Tippen, ich gebe das zu. Das sind diese, hier steht das nochmal, 10 hoch 5. 10 hoch 5 heißt durch 10.000. Ne? Moment, hier habe ich 1,1, hier sind es 10 hoch 4. Ist egal. Also das getippt ergibt 0,0007564. 0,0007564. Auf den 0, oh, muss nicht sein. 0,0007564. Die Tipperei, die kann man sich ersparen. Newton. Also so geht's auch. Diese Variante, wie gesagt, hier, diese, das war die, wie ich die Gravitationskonstante kenne. Und das ist die, also das war ich. Es gibt aber auch noch mehr, die Sie so kennen. Und das ist die Gravitationskonstante, wo man sagt, naja, Tafelwerk. Da steht sie so drin. Ist nicht wild. Ich glaube sogar, aus heutiger Sicht ist die Tafelwerksvariante sogar noch leichter. Ich darf bloß keinen Schreck vor Kubikmetern pro Quadratsekunde und Kilogramm kriegen. So, das werde ich mal noch hochladen, damit die Leute nicht erschreckt sind oder erschrocken. Wie? Na, ist egal. Jedenfalls, damit ihr auch leichter habt und eine andere Variante seht.